Also nochmal die Vorteile eines Daunenschlafsacks sozusagen auf in einem Satz oder zumindest in kurzer Folge. Leicht, warm, toll komprimierbar. Wenn es nass wird, ist Kacke. Also Daunenschlafsack, genial, nicht in feuchten Regionen. Beziehungsweise in feuchten Regionen ja, aber dann nur im Winter. Denn diese feuchten Regionen sind in der Regel im Winter hoffentlich so kalt, also wenn es da einen Winter gibt, der Regenwald ist auch eine feuchte Region. Ja. Nein, da ist ein Daunenschlafsack so falsch wie ein Ben in der Wüste, der da sofort verdurstet, aber egal. Ja, im Winter in borealen Regionen, also Arktis beispielsweise. Da ist dann ein Daunenschlafsack ideal, weil der Winter dort ist trocken. Es schneit vielleicht mal hin und wieder ein bisschen, aber das weicht den Rucksack nicht durch. Und der Schnee, der irgendwo rumliegt, der taut ja gar nicht, weil durchgehend Minustemperaturen herrschen sollten. Jetzt ist ja dieser olle Klimawandel da im Spiel, aber trotzdem immer noch ist in entsprechend extremen Gegenden doch noch immer das ganze Jahr mit Minustemperaturen, Quatsch, das ganze Jahr, den ganzen Winter mit Minustemperaturen zu rechnen. Und da ist dann so ein Ding natürlich wunderbar geeignet. Außerdem muss man sagen, dass kalte Luft auch fast immer sehr, 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 sehr trockene Luft ist. Wer schon mal im Winter irgendwann spazieren gegangen ist, wird das auch bestätigen können, dass man da eine sehr trockene Nase bekommt, wenn sie gerade nicht läuft. Und insgesamt einen sehr trockenen Mund sehr schnell, wenn man durch den Mund atmet. Liegt einfach daran, dass aus physikalischen Gründen Luft dann viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, also eine hohe absolute Luftfeuchtigkeit haben kann, wenn es warme Luft ist. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserteilchen passen da sozusagen dazwischen, zwischen die Luftmoleküle. Wenn es sich um sehr, 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 sehr kalte Luft handelt, liegt das daran, dass diese Luft dann, die zieht sich dann zusammen, wird zu relativ dicker Luft in Anführungszeichen und die Luftmoleküle sitzen halt nah beieinander und dann ist da wenig Platz, um dazwischen noch irgendwelche Wasser Dampfmoleküle unterzubringen. Deshalb kalte Luft immer objektiv auch trockene Luft. Die kann trotzdem eine relative Luftfeuchte von 100% haben. Der relative Luftfeuchte sagt ja auch nur, wie viel Luft relativ zum überhaupt vorhanden möglichen Sättigungsniveau dessen, was in die Luft reinpasst, an Feuchte drin ist. Bei sehr kalter Luft sind 100% Luftfeuchtigkeit immer noch trockene Luft. Das wollte ich nur irgendwann mal kurz gesagt haben. Also 100% Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte. Übrigens, Ben schweißt ab. Eine gute Möglichkeit, um die relative Luftfeuchtigkeit zu ermitteln, ist ein Haarhygrometer. Das ist deshalb meiner Meinung nach ein sehr lustiges meteorologisches Messgerät, weil das darauf basiert, die Luftfeuchtigkeit anzugeben, je nachdem, wie sehr sich das darin befindliche blonde Frauenhaar ausdehnt bzw. zusammenzieht. Das ist wirklich ein menschliches blondes Frauenhaar, das Messinstrument in Anführungszeichen. Es gibt da so einen bestimmten Typus blonder Frau, die geeignete Haare für Haarhygrometer liefern kann. Na, das ist doch jetzt mal völlig unnötiges Wissen zum Angeben, ne? So, ja. Und damit wären wir beim Daunenschlafsack auch schon durch. Ich bin der Meinung, dass bei Outdoor-Aktivitäten, die mit einem Tarp stattfinden, ein Daunenschlafsack niemals in Frage kommen sollte, weil es immer mal sein kann, dass auch nur ein bisschen Feuchtigkeit unter das Tarp regnet und der Schlafsack ein paar Tropfen abbekommt. Bei einem Kurzwasserschlafsack scheißegal, bei einem Daunenschlafsack jeder Tropfen zählt. Das geht sogar so weit, dass man die Dinger erstens sehr, sehr, sehr früh hinlegen muss, weil sie auch eine Weile brauchen, bis sie ihr komplettes Volumen wieder entfaltet haben, nachdem sie komprimiert worden sind. Und man am nächsten Morgen, wenn zum Beispiel über Nacht geregnet hat, schon die Schwierigkeit hat, dass man den Schlafsack nicht zum Trocknen aufhängen kann. Im Idealfall hängt man den morgens mindestens eine halbe Stunde zum Trocknen auf, weil er durch die Körperfeuchtigkeit allein schon Feuchtigkeit abbekommen hat. Allein das schon führt dazu, im Laufe einer Tour, wenn man ihn nie zwischendrin zum Trocknen richtig gut aufhängen kann, dass er einem kaputt gehen kann und die Daune eben verklebt und das ganze Ding nicht mehr isoliert. Und wenn er nass wird, dass er dann gar nicht mehr isoliert, liegt eben daran, dass die Daune sofort zusammenpappt zu so einem Klumpen und gar nichts mehr bringt. Man kann also dann locker mal erfrieren, weil einem der Schlafsack nass geworden ist, wenn es sich um einen Daunenschlafsack handelt. Das Risiko ist also einfach viel zu groß für unsereins Aktivitäten in Ländern, in denen es Feuchtigkeit eben gibt. Daunenschlafsack also nur was für Spezialfälle.
Jetzt habe ich viel mehr dazu erzählt, als ich eigentlich wollte. Zurück zu meinem Beispiel. Man kann es vielleicht im Licht, nein, kann man nicht erkennen, aber wenn ich jetzt, oder es geht so, nee, das sieht man auf der Kamera nicht. Man kann durch das Ding schon durchgucken, weil da ist eben genau das passiert. So im Lauf der Zeit, die ich das Ding genutzt habe, habe ich ihn nicht pfleglich genug behandelt. Ich habe ihn nicht lange genug zum Trocknen aufgehängt. Habe ihn teilweise so im halbfeuchten Zustand bereits verpackt. Das ist auch Gift für einen Down-Schlafsack, wenn man ihn nach dem Schlafen sofort einpacken muss, weil man zum Beispiel früh aufstehen und sofort los muss. Das machen die Dinger nicht gut mit. Und da kann es relativ schnell passieren, dass es dann halt so eine Klümpchenbildung in der Daune gibt und in diesen einzelnen hier schön durch Nähte versehenen Feldern kann man richtig, wenn man es gegen das Licht hält, ich weiß nicht, wie ich das filmen soll, ich müsste mir einfach mal so glauben, sehen, dass es da so einzelne Klümpchen von Daune drin gibt. Den Schlafsack verwende ich jetzt demzufolge, weil er ansonsten ja eigentlich ja schon noch irgendwie gut ist und so teuer war, dass ich ihn auf keinen Fall wegwerfen möchte und halt immer noch super klein verpackt war und super leicht ist, verwende ich den jetzt als meinen Hüttenschlafsack. Also wenn ich wirklich meine Hüttentour mache oder bei irgendjemand zu Besuch bin, um dort zu übernachten und damit rechne, dass es vielleicht doch ein kleines bisschen kälter werden könnte im Laufe der Nacht, weil sie ein dickes, warmes Bett hat und ich ein Sofa oder eine Isomatte, und dann ist es schon ganz gut, wenn man was halbwegs Warmes dabei hat an Übernachtungsmaterial. Und ich habe ja schon erwähnt, das Komprimierbarkeit von diesem Ding ist wirklich großartig. Und das ist jetzt ohne Sack, ne? Das ist jetzt nicht mit Spanngurt oder sonst wie, das ist einfach nur zusammengeknüllt und dann ist der schon so klein. Und ich passe da mit meinen 1,90 problemlos rein. Jetzt haben wir aber wirklich genug zum Down-Schlafsack erzählt. Gut. Jetzt kommen wir mal zu den moderneren Schlafsacktypen, die auch schon die moderneren möglichen Details aufweisen, die jetzt ein Hightech in Anführungszeichen Kunstfaserschlafsack haben kann. Das Teil hier, was ich jetzt gerade mit hantiere und erstmal zumache, das ist ein Deuter Exos 4-8. Den gibt es heutzutage auch noch zu kaufen. Sie haben ihn auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Meiner hier ist schon ein bisschen älter. Und der hat jetzt auch die eingangs erwähnte Temperaturgliederung, dass man sagt, eben hier, da ist auch das kleine Symbolchen für diese Geschlechtssymbole, Frau und Mann. Frau eben minus 2, die Durchschnittsfrau, das ist genau nach diesen Messmethoden ermittelt worden, die ich eben erwähnt habe. Hier der Durchschnittsmann minus 8 und ich habe ja gesagt, den Extremwert erwähne ich nicht mehr. ja, also das ist jetzt wirklich schon ein halbwegs, der ist auch schon, keine Ahnung, 6 Jahre alt oder was, 7, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber nicht mehr der neueste. Aber das ist auf jeden Fall noch eine aktuelle Schlafsackart, weil es den halt auch noch zu kaufen gibt in etwas überarbeiteter Form. Was der jetzt gleich, was der hat, ist diese interessante Ziehharmonika-Oberfläche. Das liegt daran, dass es sich um leichtes Stretch-Material handelt. Nicht so sehr in der Länge, wie ich ihn jetzt auseinanderziehe, sondern vor allen Dingen eben in der Breite. Ja, kann man hier schön sehen. Das sorgt einfach für ein sehr angenehmes Schlafverhalten, weil der Schlafsack liegt körpernah an. Die Luft im Schlafsack ist immer noch wenig, also ist immer noch nah am Körper und kann dadurch besser gut aufgeheizt werden. Es ist generell so, ein Schlafsack, der zu locker sitzt und zu viel Luft quasi um einen drumherum lässt, da fällt dem Körper, die kann dann schlecht aufgewärmt werden von der Körpertemperatur, weil es einfach dann zu viel lockere Luft ist. Die Luft muss schön eng am Körper fixiert werden, um gut aufgewärmt werden zu können. Und deshalb, je lockerer ein Schlafsack sitzt, desto schlechter, je enger, desto besser. Wenn er zu eng ist, dann drückt man aber wieder an gewissen Stellen die Isolierung zusammen, weil man an die Außenhülle dran stößt und das Ganze ja zusammendrückt. Meine Güte, Deutsch. Deutsch funktioniert wieder mal super. Sprich, man kann sich da bewegen und zum Beispiel das Knie jetzt in diese Richtung strecken. Der Schlafsack gibt nach und man drückt noch nicht das Isoliermaterial zusammen. Relativ geniale Idee, wie ich finde. Deshalb war ich mit diesem Schlafsack auch immer sehr, sehr, sehr zufrieden. Er ist jetzt halt auch schlicht und ergreifend alt. Und aufgrund des unvermeidlichen Nachlassens der Isolierleistung
reicht da jetzt noch, ja, als Frauenschlag, für mich quasi, als ob ich eine Frau wäre, also minus 2. Das ist es so ungefähr, was der noch ganz gut mitmacht. Wenn es dann weniger wird, wird es kritisch. Wesentlicher Faktor, was mich an diesem Schlafsack jetzt gestört hat, weshalb ich jetzt neue gebraucht habe, neue gleich, ja. Einen davon kennt ihr schon, wenn ihr fleißig mein Zeug verfolgt. Ist halt, dass der für ja, Biwakieren jetzt nicht so geeignet ist. Das ist immer noch ein ordentlicher Schlafsack für im Zelt. Solange man nicht irgendwo hin will, wo so richtig krass kacke kalt ist, so knackig wollte ich eigentlich sagen, aber manchmal kommen so ein paar Fäkalien dazwischen. Dann ist er immer noch gut. In Schottland hat er mir zum Beispiel gute Dienste geleistet, da habe ich auch im Zelt gepennt. Denn das ist halt ein wesentlicher Faktor. Im Zelt völlig in Ordnung, immer noch wunderbar, würde ich sofort wieder mitnehmen. Aber wenn du halt irgendwelche ja, bushcrafterischen Aktivitäten planst oder halt gänzlich ohne irgendeine Hülle unter freiem Sternenhimmel übernachten möchtest und immer ein gewisser Wind geht, dann hat dieser Schlafsack den Nachteil, dass er eben nicht winddicht ist. Und da zieht einem dann der Wind sofort die Wärme raus und dann wird es ganz, ganz schnell ganz, ganz, ganz kalt. Das war so der Hauptgrund. Und jetzt muss man höchstens, kann man noch sagen, der hat auch einen Wärmekragen. Ja, also den gleichen Details wie das Ding eben eigentlich auch. Schöne Kapuze. Ja, ist ein guter Schlafsack. Aber jetzt muss man halt sagen, es gibt jetzt noch einen Unterschied zwischen so einem Standard, in Anführungszeichen, Outdoor-Schlafsack ziviler Bauart, den Leute wie ich, die mit dem Trekking ursprünglich mal angefangen haben, also dem Weitwandern mit Zelt und so weiter und so fort, standardmäßig dann natürlich auch gekauft haben. Und es gibt alternativ dann noch den Militärschlafsack. Der ist in der Regel ein kleines bisschen schwerer, weil er zusätzliche Funktionen bietet, die eben so ein ziviler Trekking-Schlafsack nicht hat und hat eine andere Farbe. Die sind ja meistens dann doch in relativ auffälligen Farben gehalten. Das ist jetzt hier bei dem nicht so schlimm, da war das hier noch ein ganz anderer Faktor. Aber und ein ganz, 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 ganz wesentlicher Faktor, der mich jetzt wirklich dazu gebracht hat, mir unbedingt also Schlafsäcke mit militärischer Herkunft, zivile Version eines Schlafsacks, der eigentlich fürs Militär entwickelt wurde, zuzulegen, ist, dass so ein Schlafsack eben davon ausgeht, dass man im geschützten Zelt liegt und da kommt keiner rein und es droht einem keine Gefahr des Nachts. Man hat also Zeit, sich gemütlich, ewig, toll in dem Schlafsack zu verpacken und da nie wieder rauszukommen, in Anführungszeichen. Und ganz oft ist es halt eben so, dass bei den zivilen, in Anführungszeichen, Schlafsäcken, die ich kenne, es wirklich eine ganze Weile dauert, bis man da raus ist. Dann kriegt man mit ein bisschen Gefummel morgens noch im Delirium den Reißverschluss so ein Stückchen auf. Dann kann man da besser rausgucken und kriegt vielleicht einen Arm raus. Dann kann man da vielleicht manchmal, dann klemmt's. Dann hängt da natürlich ein bisschen Stoff vom Schlafsack unterm Reißverschluss. Dann dauert es eine ganze Weile und dann kriegt man ihn vielleicht so weit auf. Dann reicht das immer noch nicht, um auszusteigen. Dann muss man weiterfummeln und irgendwann hat man es dann so halb, ne? Und dann geht es wieder nicht weiter. Ich spiele das jetzt nicht, das ist wirklich so. Wenn man da einfach nur dran zieht, geht es halt oft nicht weiter und irgendwann hat man es dann und dann ist er ganz offen. Und das im morgendlichen Delirium, das kann eine ganze Weile dauern. Und das ist der Knackpunkt, weshalb ich jetzt diese militärischen Schlafsäcke gut finde. Weil die haben oft einen Frontreißverschluss. Viele Schlafsäcke gibt es auch so, dass man wählen kann, ob man den Reißverschluss auf der rechten oder auf der linken Seite haben möchte, weil sie potenziell mit einem zweiten Schlafsack der gleichen Bauart koppelbar sind. Das ist dann für Pärchen interessant. Dann ist allerdings der kalte Frauenfuß wieder ein Thema. Aber worauf ich hinaus möchte, ein seitlicher Reißverschluss geht halt eben unter Umständen nicht so schnell auf. Und jetzt kommen eben die Militärschlafsäcke des Herstellers bzw. der Marke Carinthia daher. Das ist so quasi die Marke für sämtliche Militärschlafsäcke, die es denn so gibt. Fast jede Armee hat in irgendeiner Form irgendeinen Carinthia-Schlafsack im Einsatz, auch die Bundeswehr. Teilweise
sind das dann speziell für das entsprechende Militär angepasste Versionen eines Schlafsacks, den die standardmäßig sowieso schon im Repertoire haben. Teilweise ist es auch ganz exakt einfach, zum Beispiel der Defense 4. Das hat der ein oder andere, der sich mit Schlafsäcken schon mal viel auseinandergesetzt hat, schon mal gehört. Carinthia Defense 4, das ist so vielleicht der am häufigsten verwendete Outdoor-Schlafsack im Bereich der Bushcrafter und Survivalisten. Und diesem Modell, diesem Defense 4 nachempfunden, hat so ziemlich jede Armee, die Schweizer, die Bundeswehr, die Österreicher, irgendwie so einen ähnlichen Schlafsack im Programm. So, was ich jetzt hier habe, ist halt eben der Standard-Militär-Schlafsack aus der Schweiz, der dem Deutsch zum Verwechseln ähnlich sehen könnte. Ich kenne mich da jetzt nicht mehr so genau aus, das ist bei mir zu lange her mit der Bundeswehr, also deshalb tue ich mich jetzt schwer, da die Unterschiede genau auszumachen. Und man sieht schon am dazugehörigen Biwaksack, das ist also jetzt nicht der Schlafsack, sondern die wasserdichte Hülle drumherum, der hat einen Frontreißverschluss. Und ein Frontreißverschluss bedeutet, wenn man drin liegt und sich aufrichtet, und dazu ist es noch ein sehr leichtläufiger Reißverschluss, dann reißt der Schlafsack bzw. der Biwaksack einfach auf. Man kann also sozusagen direkt aus dem Schlaf aufwachen, mit einem kurzen Handgriff vielleicht da oben noch irgendwas lösen, was man da noch unter Umständen zugemacht hat, und dann kann man da aussteigen und ist draußen. So, und das hier ist jetzt der eigentliche Schlafsack. Und da will ich jetzt die Schweizer nicht sonderlich ärgern, aber natürlich hat man hier ein bisschen am Material gespart. Ne? Also der Original Defense 4, der auf dem zivilen Markt als Defense 4 zu haben ist, der, wie gesagt, ganz ähnlich aufgebaut ist von der Struktur her, hat ein tolleres Obermaterial. Dafür haben die Schweizer ja standardmäßig da ihren Biwaksack drumherum. Und auch eben jetzt dieser Schlafsack hier hat einen extrem dicken, robusten Reißverschluss. Das findet man bei den zivilen Modellen normalerweise so auch nicht. Der halt auch, ne, ihr habt es gesehen, aufreißbar ist und richtig, richtig leichtgängig. Da kann man einfach aufreißen und man ist draußen. Und das wollte ich unbedingt haben, weil bei allem Grundvertrauen daran, dass mich das Wildschwein nicht fressen möchte, möchte ich einfach, wenn des Nachts ein Tier kommt, die Möglichkeit haben, sehr schnell aus dem Schlafsack raus zu sein, um das Tier dann eben entsprechend gebührend zu empfangen. Also, hallo Tier! Oder irgendwie sowas in der Richtung. Also mich freuen und in der Hoffnung, dass mir vielleicht eventuell eine kleine Aufnahme von dem Viech gelingt, was unmöglich ist und noch nie geklappt hat. Dazu bin ich einfach kein gut genuger Tierfilmer. Da braucht man ja Geduld ohne Ende und auch vernünftige Ausrüstung und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass ich das Viech dann wenigstens sehen kann. Und das ist so der Hauptgrund, weshalb ich dann gerne schnell aus dem Schlafsack raus sein möchte. Für Anfänger ist es sicherlich praktisch aus Gründen Angst im Wald des Nachts, wenn man die Option hat, wenn eine Gefahr droht, dass man dann ausstehen kann und nicht sich erst noch eine halbe Stunde gefühlt aus dem Schlafsack rauspellen muss und gar nicht in der Lage ist, sich zu wehren, wenn irgendwas kommen würde. Bis man dann da draußen ist, ist man gefressen, in Anführungszeichen. Oder vom bösen, bösen Förster angesprochen worden oder angesprungen oder was auch immer böse, böse Förster denn so vorhaben, wenn sie jemanden des Nachts im Wald entdecken. Diese gebrauchten Militärschlafsäcke, die möchte ich jetzt eigentlich auch als das Einsteigermodell schlechthin empfehlen, denn die gibt es für richtig, richtig, richtig wenig Geld. Die sind alle so bis 5 Grad ungefähr tauglich. Es gibt noch teilweise Wintermodelle und sind qualitativ natürlich super toll, weil wahnsinnig robust. Und auch wenn da schon diverse Soldaten vor einem drin gelegen haben, kann man sicher sein, dass das immer noch ein ordentlicher Schlafsack ist. Dieses Ding hier ist super kuschelig vom Material her, fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr angenehm an. Ist halt gar nicht wasserfest und auch nicht wasserabweisend, darum die Gummihülle. Und hat auch die wesentlichen Details, die man sich an einem Schlafsack so wünscht. Teilweise in einer etwas altertümlicheren Ausführung, zum Beispiel eine Schnur mit Knoten statt eine Schnur mit so einem schönen Zipperlein dran. Aber funktionieren tut das auch. Also all diese gebrauchten Militärschlafsäcke sämtlicher Länder und so weiter und so fort, die kriegt ihr bei eBay und so weiter und so fort. Da braucht man keine Angst vor militärischen Abschirmdienst und ähnlichem Zeug zu haben. So eine Schlaufe dient übrigens der Fixierung im Biwaksack, glaube ich. Hat mir mal irgendjemand erzählt, ich bin mir nicht sicher.
Teilweise ist da Zeug dran, da weiß man nur, wozu es gut ist, wenn man mit einem entsprechenden Land auch bei der Armee gewesen ist. Aber ja, das ist also wirklich wunderbare Einsteigermodelle. Die sind oft vom Packmaß her ziemlich riesig. Das heißt, wenn man sich die ohne Kompressionssack dann irgendwo in den Rucksack gestopft hat, dann geht da nicht mehr so viel anderes rein. Man kann sie sich auch außen an den Rucksack dranbinden. Man kriegt sie aber halt wirklich für so richtig wenig Geld, und für so wenig Geld gibt es sonst keinen brauchbaren Schlafsack, den ich empfehlen wollte. Mit 20 bis 30 Euro kann man schon dabei sein, so ein Ding zu bekommen. Wenn man viel Glück hat, dann sogar noch mit entsprechendem Biwaksack dazu. Beim Schweizer Modell ist das wahrscheinlicher als bei den anderen, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Was da wo wie gibt, da müsst ihr euch selber schlau machen. Ich habe mich da nie mit groß auseinandersetzen müssen, weil ich kenne entsprechende Leute, und deshalb bin ich da jetzt dran gekommen. Ich habe bei meinem Kellerrundgang schon erklärt, das hier ist quasi meine Bereitschaftsrolle. Wenn ich mal schnell einfach einen Schlafsack brauche, dann schnappe ich mir diese Rolle hier mit dem Biwaksack dazu, renne damit irgendwo hin, leg mir die einfach so über die Schulter, schmeiß das da hin und dann kannst du da pennen. Dadurch, dass der Biwaksack noch dabei ist, reicht es im Sommer, ich habe es ausprobiert, sogar ganz ohne Isomatte. Kommt natürlich darauf an, auf welchem Untergrund man schläft. Direkt auf dem Stein wäre ein bisschen schwierig, aber auf normalem Waldboden mit einer schönen dicken Laubschicht, Humus, Streu, da geht das. Gut. Also das sind eben diese Basismodelle, die leicht vereinfachten mit entsprechenden Anpassungen durch das jeweilige Militär von eben diesen Carinthia-Schlafsäcken. Und an diesem Punkt mache ich jetzt auch gerne Werbung, weil diese Carinthia-Schlafsäcke halt wirklich, wirklich, wirklich gut sind, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Leute. Und verglichen damit, wie gut die sind, sind sie auch wirklich erstaunlich preiswert. So ein Defense 4 kostet aktuell, ich glaube, 180 bis 185, so irgendwas um den Dreh. Das ist für so einen guten Schlafsack, der eine Komfort-Limit-Temperatur von minus 15 Grad hat, also wirklich so richtig knackig kalt. Das wird für die allermeisten Leute als Ganzjahresschlafsack vollkommen ausreichen. Das ist echt ein guter Preis, da kann man wirklich nichts sagen. Entsprechende Outdoor, ja, zivile Outdoor-Schlafsäcke, die auch bis minus 15 Grad gehen. Da gibt es noch die ein oder andere löbliche Ausnahme. Aber die können durchaus mehr kosten. Militärschlafsäcke haben im Gegensatz zu den zivilen Outdoor-Schlafsäcken ganz, ganz oft, das zieht sich quasi so wie so ein Band durch das Sortiment, den in Anführungszeichen Nachteil, dass sie ein bisschen mehr wiegen, weil sie immer ein bisschen robuster gebaut sind. Und zum Beispiel eben allein dieser schwere, leichtgängige, massive Reißverschluss ist halt so ein Faktor, der das Gewicht beeinflusst. So, und jetzt habe ich hier in einem Bundeswehr-Schlafsackbeutel, der nicht zur Kompression dient, sondern nur zur Aufbewahrung und wasserdicht ist, mein aktuelles Schlafsacksystem drin. In der aktuellen Konfiguration, wie es jetzt hier drin ist, habe ich es jetzt nur zum Zeigen und zu Testzwecken sozusagen. Ich werde das so hoffentlich so bald nicht brauchen, aber ja, packen wir das Ganze dann mal aus. Ich darf, glaube ich, schon mal verraten. Es ist von eben Carinthia vorgesehen, dass man den Defense 4 mit dem Tropen, Carinthia Tropen, den hatte ich auch auf dem Westweg bei beiden Staffeln, die ich da bisher gedreht habe, dabei. Und da bin ich super zufrieden mit gewesen. Ich habe jetzt auch neulich noch mal eine Nacht drin gepennt. Ist einfach wirklich ein sehr angenehmes Schlafgefühl. Die Oberfläche ist ganz wunderbar. Das ist beim Defense 4 genauso. Und also wirklich, man schläft da sehr, 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 sehr gut drin. Die drehen sich schön angenehm. Ja, der Tropen nicht so sehr. Der ist ein bisschen weiter geschnitten, weil er ja auch für relativ warme Temperaturen ausgelegt ist. Der geht bis plus 5 Grad vom Komfortlimit-Bereich her. Und deshalb ist er halt nicht so eng und man kann sich da relativ gut im Schlafsack auch bewegen. Ich persönlich finde das dann schwierig, wenn man sich umdreht und möchte, dass die Kopföffnung dahin mitdreht, wo man sich hindreht. Das ist so der einzige Wehmutstropfen, dass ich an dem Ding habe. Aber Defense 4 und Tropen sind jedenfalls kombinierbar. Die sind extra dafür ausgelegt. Deshalb wird der Defense 4 auch in einem zu großen Packsack geliefert. Da passen nämlich beide Schlafsäcke rein. Also hier drin sind jetzt zwei. Einmal der Tropen und der Defense 4.
Und beide zusammen haben interessanterweise exakt dieselbe Isolationsleistung wie der Defense 6. Das ist das Winterschlafsackmodell. Die haben dann noch ein paar Intermediärschlafsäcke aus den ganzen, ja, von Carinthia, die da noch irgendwelche Sonderfunktionen erfüllen sollen und teilweise noch so ein paar kleine Änderungen in Details haben. Aber die ganze Defense-Reihe, sämtliche Schlafsäcke, die Defense im Namen tragen und der Tropen, der da wohl auch irgendwie dazugehören muss, weil der ist ja dafür gedacht, mit dem Defense 4 kombiniert zu werden, die sind ja alle so recht ähnlich konstruiert, haben alle das gleiche Innenmaterial, das kann ich gleich nochmal am Anfang sagen, das sich D-Loft nennt. Ich habe noch mitbekommen, wie D-Loft damals erfunden worden ist. Das war dann die Revolution auf dem Isolationsbekleidung und Schlafsäcke. Markt, dieses G-Loft, das wurde quasi gehypt in den gängigen Fachzeitschriften. Und das ist quasi eine Faser, die die Eigenschaft der Daune nachempfindet, dass sie innen hohl ist. Also eine Kunstfaser, aber innen hohl. Und damit hat sie eine doch deutlich gesteigerte Isolationsfähigkeit im Vergleich zu einer stinknormalen, nicht hohlen Kunstfaser, wie sie noch in meinem ersten Schlafsack drin ist. Und auch im Deuter Exus 4, der hat auch noch keine Hohlfaser. Der hat zwar ein sehr gutes Geflecht aus normalen Kunststofffasern, aber ja, also dieses Primaloft ist was anderes, oder? Das habe ich gerade gesagt. Heißt das nicht so? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich schreibe es euch wieder unten hin und bin gerade verwirrt. Aber egal, jedenfalls diese tolle Erfindung, diese neue Faser. Jetzt ist sie inzwischen nicht mehr so neu. War was ganz, ganz Tolles. Und das ist in sämtlichen dieser Carinthia Defense Schlafsäcke und halt eben den Tropen als Füllmaterial verbaut. Jetzt kann man ganz viel auf die technischen Details von dem Ding eingehen. Er hat neben eben dieser tollen Faser drin, hat der Defense 4 und der Defense 6, glaube ich, aber den habe ich nicht. Den brauche ich auch nicht, weil ich habe ja Defense 4 und Tropen, die zusammen eben den gleichen Isolationswert wie der Defense 6, das ist der Winterschlafsack von Carinthia, haben. Jedenfalls, die beiden Dinger haben ein sogenanntes Thermoreflekt eingebaut oder Thermoreflekt-Technologie, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist eine ganz, 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 ganz dünne, sozusagen eine Schicht Rettungsdecke im Schlafsack, die dann nochmal ein gewisses Maß an Körperwärme durch eben Reflexion direkt zum Körper zurück reflektiert. Das isoliert also nicht, das hält nicht nur die warme Luftschicht am Körper, die den Körper dann auf Temperatur hält, sondern reflektiert direkt einen Teil Körperwärme immer direkt auf den Körper zurück. Das ist sicherlich auch ganz schön und damit kommt man bei einem noch vergleichsweise leichten und kompakten Schlafsack eben auf diese Temperatur von minus 15 Grad Komfortlimit. Gut, obendrauf habe ich jetzt erstmal den Tropen. Den habt ihr, wie gesagt, wenn ihr mein Westwegzeug verfolgt habt, schon mal im Einsatz gesehen. Die Besonderheit ist natürlich das Mückennetz, was man im Gesichtsbereich aufspannen kann. Ansonsten fällt einem einfach auf, wenn man mit dem hantiert und den in der Hand hat, dass der so ein nahtfreies, locker aufliegendes Obermaterial hat. Alle anderen Schlafsäcke haben ja eben diese Nahtstruktur, kann man gar nicht sehen, diese Nähte eben in der Struktur drin. Und das hat der hier, das ist mir damals auch schon sehr aufgefallen, halt gar nicht. Man sieht da außen keine Nähte, der hat ein locker oben aufliegendes Außenmaterial. Dieses ist, vielleicht soll es wasserabweisend sein, aber viel bringt das auf jeden Fall nicht. Also das könnt ihr quasi ignorieren. Wenn es nass wird, dann wird der Schlafsack innen drin auch ein bisschen nass. Aber der hat eine hervorragende Atmungsaktivität, sprich die Körperfeuchtigkeit, Schweiß und so weiter und so fort, wird sehr gut nach außen geleitet, weshalb er auch eben diese lockere Form hat. Ist sehr gemütlich, sehr bequem und hat aber, genau wie zivile Schlafsäcke, einen Seitenreißverschluss. Also damit man das nochmal schön sieht, hier ist vorne. Und der Reißverschluss verläuft hier. Wenn es ein Frontreißverschluss wäre, dann würde er hier verlaufen.
Der ist aber dafür extrem leichtgängig und das ist halt der Unterschied. Dann muss man meinen Exosphere, den muss man auch friemeln und aufhobeln und dieser hier, der läuft halt wirklich, ohne sich da groß drum zu kümmern, fast über die gesamte Länge auf bzw. zu. Und wenn man drin liegt, dann kann man auch, also beziehungsweise der ist auch eben aufreißbar. Das ist jetzt wegen dem Mückennetz, dass das ein bisschen stört, aber man sieht es, man kann den wirklich durchreißen, in Anführungszeichen, bedienen. Und das ist halt eben dieser Luxus, der mir so wichtig ist, wenn ich einfach so im Wald liege unter der Plane, dass das dann geht. Deshalb für Leute, die Ähnliches vorhaben wie ich, mit im Wald unter der Plane liegen und trotzdem halt noch einen Schlafsack wollen, der auch zelttauglich ist und noch schön warm und so weiter und so fort und ein hochwertiger Schlafsack und ihnen halt eben so ein gebrauchtes Ding von der Bundeswehr oder von der Schweizer Armee nicht ausreicht, da wäre jetzt das halt eben ein, naja, wärmere Jahreszeiten Schlafsack. Das reicht auch schon im Frühling, wenn es auch nicht mehr kälter als 5 Grad wird, dann reicht der ja auch und im Herbst kommt man da auch noch lange, lange, lange mit klar, mit diesen 5 Grad. Und man muss natürlich jetzt noch dazu sagen, das habe ich auch noch nicht erzählt, wenn man einen Schlafsack dabei hat, der nicht warm genug ist, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, im Schlafsack mehr anzuziehen. Und hier gibt es dann diesen Mythos, der besagt, dass ein Schlafsack dann am besten wärmt, wenn man sich schnackisch oder mit möglichst wenig Klamotten reinlegt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Man hört das immer, immer, immer wieder. Und es gibt auch Leute, die es ausprobiert haben wollen und meinen, dass das irgendwie stimmt. Und ich habe dazu jetzt folgenden Erklärungsversuch. Wenn man einen Schlafsack hat, der von der Temperatur her an die entsprechend gerade herrschenden Temperaturen durchaus angepasst ist, also zum Beispiel es sind minus 3 Grad und man hat einen Schlafsack, der bis minus 15 Komfortlimit gut ist und da legt man sich dann nackisch rein, ja dann friert man natürlich noch nicht, weil da ja noch genug Spielraum ist. Aber es kommt einem vielleicht so vor, es wäre einem wärmer, wenn man sich nackisch reinlegt, als wenn man sich nicht nackisch, sondern zum Beispiel in den normalen Klamotten, die man den ganzen Tag über anhatte, reinlegt. Meiner Meinung nach könnte das daran liegen, dass man logischerweise den Schlafsack schneller aufwärmt und die Temperatur im Schlafsack, die Luftschicht, die vom Schlafsack gehalten wird, je weniger man anhat. Weil wenn man da jetzt noch mit einem Haufen kalter Klamotten sozusagen von über Tag reinsteigt, die unter Umständen noch ein bisschen feucht sind, dann muss man erstmal seine eigenen Klamotten aufwärmen, dann die ganze Feuchtigkeit, die da noch drin ist und ein gewisses Maß an Feuchtigkeit ist da immer drin, muss man rausverdampfen sozusagen und erst wenn die dann alle weg ist und alles was man anhat so richtig, richtig trocken ist, erst dann fängt man quasi an den Schlafsack so richtig aufzuheizen und erst dann wird einem so richtig, richtig, richtig warm. Das ist eben meine Theorie, wie das zustande kommt, dass einige Leute das dann eben festgestellt haben, wenn sie sich schnackisch reingelegt haben. Wenn man hingegen in einer Situation ist, wo man am Rande des Temperaturbereichs des Schlafsacks übernachtet und sich dann nackisch reinlegt, da habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, der dann nicht erbärmlich gefroren hätte. Vielleicht wird es dann erstmal im ersten Moment relativ schnell warm im Schlafsack, je nachdem, was man gemacht hat, bevor man sich reingelegt hat. Man ist vielleicht nochmal 3 Runden ums Zelt gerannt wie ein Wahnsinniger, damit man eben schön warm ist und den Schlafsack schnell aufwärmt, was generell eine gute Idee ist, für eine gute Nacht im Schlafsack, sich vorher nochmal ein bisschen aufzuwärmen und richtig gut durchgewärmt in den Schlafsack zu steigen, dann wird der halt schnell warm. Aber im Laufe der Nacht kühlt man dann halt deutlich schneller aus. Es ist halt einfach so, je mehr Isolationsschichten man zwischen Haut und Atmosphäre hat, desto wärmer ist man angezogen. Es ist also ganz simpel. Wenn man also am Grenzbereich eines Schlafsacks ist, dann muss man halt eben mit der dicken Daunenjacke in den Schlafsack steigen und dann wird man feststellen, oh hoppla, jetzt ist mir ja doch wärmer, als wenn ich keine Daunenjacke anhabe. Wer mir das nicht glaubt, der möge doch mal bei einer grenzwertigen Nacht, eben mit einem grenzwertigen Schlafsack, erstmal nur in T-Shirt und Unterhose drin übernachten und dann im Laufe der Nacht, wenn er dann schön am Frieren ist, kurz aufstehen, Jacke und meinetwegen eine wattierte Hose anziehen, Daunenjacke, irgend sowas. Dann nochmal in den Schlafsack steigen und wird erstaunlicherweise feststellen, dass er jetzt unter Umständen deutlich weniger bis gar nicht mehr friert. Es ist also, glaube ich, wirklich nur ein Gerücht, was in die Welt gesetzt worden ist von Leuten, die nicht großartig drüber nachgedacht haben, weshalb sie ihnen denn so warm ist, wenn sie sich quasi nackig in den Schlafsack legen, beziehungsweise der falsche Trugschluss,
dass nackig in den Schlafsack legen eine gute Idee ist, wenn der deutlich warm genug ist. Auch eine gute Idee sein muss, wenn er nur gerade eben so ausreicht. Das ist, denke ich, der Hintergrund von eben diesem Mythos mit dem, je weniger man anhat, desto wärmer wird's. Ja, zum Groben sonst nicht mehr allzu viel zu sagen. Das mit dem Mückennetz ist natürlich noch ein tolles Feature. Ich persönlich habe allerdings Schwierigkeiten, dann zu schlafen, wenn mir dieses Netz im Gesicht hängt. Da ich mich eben relativ viel bewege im Schlaf, kommt es dann auch immer mal wieder vor, dass es mir im Gesicht hängt. Deshalb müsste ich jetzt wahrscheinlich genügend Nächte in einem mückenverseuchten Gebiet mal übernachten mit dem Schlafsack, damit ich mich dran gewöhne. Ich bin sicher, dann funktioniert das auch. Aber momentan ist es jetzt noch ein bisschen ein Problem. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich habe dieses Ding jetzt noch nicht ewig lange ausprobiert. Wenn ich bei meinem Exos 4 sage, das ist ein guter Schlafsack, dann liegt das an wirklich massenweise Nächten, die ich drin geschlafen habe. Da kann ich das dann wirklich aus vollster Überzeugung sagen. In dem Ding habe ich jetzt, glaube ich, erst 5 Mal geschlafen. Trotzdem, der hat überall gute Bewertungen, wo man im Internet guckt. Ich habe noch niemanden gefunden, der sagt, das wäre ein scheiß Schlafsack. Da sich das mit meinen Erfahrungen bisher deckt, könnt ihr mich jetzt verfluchen, weil ich jetzt schon sage, der wäre gut, obwohl ich ihn nicht schon 20 Jahre lang getestet habe. Aber ja, so ist es halt. Das Teil an sich übrigens hat auch ein ziemlich kleines Packmaß. Ich zeige euch dazu nochmal den Packsack. Und der ist halt schon deutlich kompakter als dieses Ding hier. Das ist jetzt der Defense 4 alleine wohlgemerkt. Und da kann man jetzt auch übrigens schön sehen, wie viel Platz der noch in seinem Packsack hat, wie locker der eigentlich da drin sitzt, wenn man ihn alleine in seinen Packsack reinsteckt. Komprimiert ist er natürlich entsprechend nochmal, wie man hier gut erahnen kann, um einiges kompakter. Da geht dann schon nochmal was, aber ich will ihn jetzt nicht groß komprimieren, das könnt ihr euch ja sicher auch. Es gibt auch wirklich massenhaft Videos, die schön gefilmt sind und mit schönen Bildern zeigen, wie das dann entsprechend aussehen kann. Gerade zu so einem Defense 4, das so ein Standard-Schlafsack ist, gibt es wirklich da massenhaft viel schöneres Bildmaterial, als ich das jemals filmen könnte. Aber jetzt packen wir diesen dann auch nochmal schnell aus, damit ich ihn zumindest so getan habe, als ob ich ihn besitze. Und worauf ich halt speziell nochmal eingehen möchte, ist, wenn man den Tropen dann noch reinsteckt. Angeblich soll es wohl Leute geben, meint der Saki. Man muss ja auch mal seine Quelle angeben, wo man Informationen her hat. Die tatsächlich denken, man müsste, wenn man den Tropen und den Defense 4 kombinieren möchte, den Defense 4 in den Tropen reinstecken. Was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wie gesagt, so Leute soll es wohl geben. Natürlich gehört der Tropen in den Defense 4, weil der Tropen der atmungsaktive Schlafsack ist und das hier derjenige, der eine gewisse, ja, solide Oberfläche bietet. So. Jetzt habe ich hier nochmal kleine Vorkehrungen getroffen, um nochmal darauf hinzuweisen, was jetzt auch nochmal diesen Defense 4 zu so einem großartigen Outdoor-Schlafsack macht, ist nämlich, dass der vom Außenmaterial her, man kann es hier so einigermaßen erkennen. Also wenn das so ausschaut, das Außenmaterial, nachdem man ein bisschen Wasser drauf gespritzt hat und die Tropfen laufen sofort dran runter, dann kann man das schon als nahezu wasserdicht bezeichnen. Ganz wasserdicht würde ich mich nicht trauen, das Ding zu nennen. Ich würde mich damit auch nicht in den Regen legen. Aber wenn da so einzelne Tropfen sozusagen unters Tarp geweht werden beispielsweise, dann gehen die da tatsächlich gar nicht ansatzweise rein, sondern perlen am Außenmaterial ab, solange das noch neu ist. Ich habe nicht ganz rausgefunden, warum das so gut funktioniert. Ich gehe schwer davon aus, dass das ein mit irgendeinem silikonartigen Zeug beschichtetes Außenmaterial halt sein wird. Soll wohl auch winddicht sein. Das ist bei einem Schlafsack unglaublich schwierig festzustellen, ob der nun wirklich winddicht ist oder nicht. Wenn der dick genug ist und nicht winddicht, merkt man vom Wind trotzdem nichts, wenn man drin liegt.
Ich habe also einfach noch nicht die Wetterbedingungen gehabt, um das festzustellen und war zu faul, jetzt mir einen Windkanal zu suchen, wo ich das dann genauer testen kann. Aber er ist auf jeden Fall wirklich stark, stark wasserabweisend. Man könnte wirklich schon fast wasserdicht sagen. Natürlich nicht in die Pfütze legen. Die Wassersäule wird jetzt nicht, keine Ahnung, 5000 Millimeter betragen. Aber das ist halt wirklich so mal so ein Allround wunschlos glücklich Schlafsack für meine persönlichen Bedürfnisse. Selbstverständlich hat auch der hat jetzt wieder einen Frontreißverschluss, der boah, zusätzlich noch so eine Abdeckleiste hier aufweisen kann. Und darunter ist dann halt eben der Frontreißverschluss. Und da das Material der Abdeckleiste, wie das andere Material ja auch zumindest sehr, sehr, sehr windresistent sein dürfte, ist das natürlich nochmal super, um zu verhindern, dass eine Kältebrücke über den Reißverschluss entstehen könnte. Außerdem liegt man auf dem Reißverschluss als Seitenschläfer, wenn er in der Mitte vom Bauch in Anführungszeichen liegt, auch nie drauf. Das kann dann ja nicht sein. Bei anderen Schlafsäcken, wenn er auf der linken Seite ist und man dreht sich nach links, liegt man auf dem Reißverschluss, was bisschen unbequem sein kann und je nachdem, wie unzureichend in Anführungszeichen die Isomatte ist, auf der man schläft, gibt das dann auch eine Kältebrücke. Habe ich schon erlebt. Und das kann nicht passieren, wenn das ein Frontreißverschluss ist. Und drunter, unter eben dieser praktischen Abdeckleiste, befindet sich natürlich dann auch noch mal eine dicke polsterte innere Abdeckleiste und man kann, glaube ich, auch schon in dieser Einstellung sehen, wie dick und wie voluminös die eigentlich ist. Das ist jetzt halt auch der Unterschied, dass das ein vergleichsweise sehr neuer Schlafsack, da habe ich erst 3 Nächte drin gepennt, ist verglichen eben zu den anderen Dingern, die alle schon relativ alt und eigentlich ja schon für den extremeren Einsatz ausgemustert sind. Für Deutschland Sommer, Frühling, früher Herbst oder gerade schönes Wetter, Herbst und so weiter, reichen die ja alle noch. Ich will ja nichts davon wegschmeißen, aber ja. Auffällig ist übrigens auch dieses winzig kleine Kopfloch, Gesichtsloch, was der hat, dass man natürlich noch weiter zuziehen kann, damit man wirklich nur noch mit der Nasenspitze im Freien hängt, ist sehr gewöhnungsbedürftig und vom Komfort her echt mal auch nochmal so ein Faktor, wo man erstmal mit klarkommen muss. Ich hatte die erste Nacht, was das angeht, ziemliche Schwierigkeiten, habe mich dann bei der zweiten Nacht so einigermaßen dran gewöhnt. Ich muss übrigens gestehen, 2 dieser 3 Nächte waren im Keller, einfach weil mir die Zeit fehlt, da jedes Mal extra raus in den Wald zu gehen. Aber in meinen Keller legen kann ich mich ja schon relativ schnell mal. Wenn man die Fenster aufmacht, dann wird es hier nämlich auch sehr schnell ziemlich kalt. Heizung gibt es hier auch nicht. Ja, und. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das kleine Kopfloch. Ja, man fühlt sich schon ein bisschen beengt unter Umständen. Dieses Teil, genauso wie den Tropen, gibt es in 2 Größen, einer langen und einer normalen Version. Sehr kurze Personen werden den Nachteil haben, dass sie für die normale Version schon zu kurz sind. In so einem Fall empfiehlt sich übrigens, das Fußteil einfach abzubinden, weil es gibt ja Menschen, die sind einfach so klein, dass sie niemals ein kurz genug einen Schlafsack finden werden, und dann kann man hier einfach ein bisschen was abbinden. Denn wenn es abgebunden ist, dann hat man nicht noch zusätzlichen Raum, den man mit der Körperwärme aufwärmen muss, den man überhaupt nicht braucht. Das ist Energieverschwendung. Jo. Und. Eine Besonderheit eines solchen militärischen Schlafsacks ist es, dass die meistens, also meiner Erfahrung nach, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe mir noch einen anderen mal angeguckt, außerdem ist das krasse Wintermodell, haben die meistens eher keinen Wärmekragen. Und auch hier der Defense 4 hat keinen. Und ich vermute, also ich hoffe, man sieht so ein bisschen, dass da nichts ist, ne? Also hier ist Kapuze und darunter kein Wärmekragen. Ich vermute, das kann eigentlich nur den Grund haben, dass man darauf verzichtet hat, dass der halt schnell zu Bege schnell Einstieg, schnell Ausstieg geeignet ist. So. Und da ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe, dass man da schnell rein und rauskommt, muss ich das jetzt ein einziges Mal wenigstens noch schnell vormachen. So, also ich verzichte jetzt einfach mal auf die Isomatte.
Und dann legen wir den schön hin. Hui! Da liegt er. Ziehen ihn noch ein bisschen nach da. Ben hockt sich mal drauf. Junge ausziehen. Ja, und aufmachen geht halt eben flott. Reinschlüpfen, runterrutschen. Aber auch hier kann sich natürlich dann so ein bisschen das Material im Reißverschluss verheddern. Das ist einfach ein Problem. Ich glaube, noch niemand hat es wirklich hundertprozentig lösen können. So. So. Zack. So. Jetzt bin ich natürlich gar nicht mit dem Kopf rein, weil da hat mein Hut keinen Platz. Und das ist ja bekanntlich keine Option. Aber wartet, ich komme mal näher. Bitte. Also vom Schnitt her, da sind meine Arme. Also ich habe hier gerade das mit meiner Schulterbreite, das geht relativ gut hin. Ich liege hier wirklich ziemlich eng drin. Jetzt hätte ich gerade meinen Hut verloren. Nach oben hin hätte ich jetzt noch ein bisschen Platz. Beziehungsweise nach unten hin, je nachdem, ob ich halt lieber weit oben in der Kapuze liege oder unten in den Füßen noch ein bisschen Platz habe. Weil wie gesagt, es gibt diese Dinger in zwei Größen, habe ich ja eben noch angedeutet. Und das lange Modell ist für Menschen bis 2 Meter. Ich bin aber nur 1,89. Ich habe also theoretisch noch irgendwo 11 cm Platz. Das Medium-Modell wäre für mich aber zu kurz, weil das ist nur für Menschen bis 1,80. Und das ist definitiv zu eng. Übrigens, den Schweizer Schlafsack, den ich euch auch schon gezeigt habe, der ist tatsächlich auch nur für Leute mit 1,80 ausgelegt. Und da muss ich mich richtig reinpressen sozusagen. Beziehungsweise da stoße ich mit den Füßen massiv unten an und habe Schwierigkeiten, die Kapuze überhaupt noch über den Kopf zu kriegen. Also es geht so gerade so, aber wenn ich nur 1 cm länger wäre, wäre es glaube ich schwierig. So, und bevor ich jetzt wieder meinen Hut verliere, machen wir Reißverschluss noch einmal ganz zu. Wie gesagt, auf die Kapuze muss ich halt verzichten. Und wenn ich jetzt hier raus wollte, weil jetzt ein interessantes Tier kommt, dann könnte ich zum Beispiel jetzt meine Hände hier aus dem Kopfloch ein bisschen rausstrecken. Und dann reicht es schon wirklich, diesen hier zu machen. Und zack, ist man draußen und sitzt zumindest mal. Und kann irgendwie interagieren mit dem, was da kommt. Aufstehen, ja gut. Ich bin aufgestanden. Mordsleistung. Das ist halt wirklich so ein Faktor, den ich ganz, 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 ganz toll bei diesem Schlafsack finde. Man ist da schnell draußen. Der Reißverschluss ist übrigens auch ein bisschen länger. Für meinen Geschmack schon fast zu lang. Kürzer wäre für mich, wäre mir lieber gewesen, weil die paar Gramm Gewicht hätte ich gern gespart. Aber gut. Dafür ist ein Doppelreißverschluss. Hat man die Möglichkeit, dass man dann da unten zum Beispiel nur aufmacht und hat dann da eine Fußbelüftung. Zum Beispiel. So. Und jetzt muss ich sagen, wäre es das gewesen. Mehr habe ich jetzt zu Schlafsäcken wirklich nicht mehr zu sagen. Ja, den Tipp, dass man eben halt immer schön warm in den Schlafsack gehen sollte, wenn eine kalte Nacht zu erwarten ist. Ich habe das so realisiert, dass ich halt irgendwann mal angefangen habe, diesen Abendspaziergang mir anzugewöhnen. Wenn ich draußen unterwegs bin und outdoor übernachte, dann mache ich immer noch einen Abendspaziergang. Ich habe das, glaube ich, schon mal auch irgendwo erwähnt. Oh, und jetzt ist gleich meine Speicherkarte voll. Also ein sehr schneller Abendspaziergang. Man kommt nochmal auf Temperatur, man wird warm und kann dann entsprechend warm in den Schlafsack liegen, heizt den schneller auf und hat dann einfach insgesamt eine bessere Nacht. Und bevor jetzt meine Speicherkarte völlig voll ist, habe ich es definitiv auch, glaube ich, genug zu Schlafsäcken erzählt. Das war alles, was ich dazu weiß. All meine Schlafsäcke, die ich euch habe zeigen können. Und dann wünsche ich euch hoffentlich, dass ihr damit irgendwas anfangen könnt. Bis zum nächsten Mal und dann auch garantiert wieder im Wald. Macht's gut!